guten Tag und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Sprite-Seeing, das Retro-Let's Play hier auf gregs-rpgheaven.de. Ich habe als letztes Sprite-Seeing, als letztes Retro-Let's Play hier ein groß angelegtes Adventure auf dem Sega Saturn gehabt. Und wir bleiben für diese ganz spezielle Ausgabe in Japan. Wer den Retro-Club gesehen hat auf Rocket Beans TV zum Thema WTF, die bizarrsten Spiele aus Japan, da habe ich ein kleines Game vorgestellt namens Suzuki Bakuhatsu. Suzuki ist diese werte Dame hier, die wir hier gerade sehen, ist die Protagonistin eines Spieles auf der PlayStation 1 und sie ist die Tochter, laut Story jedenfalls, soweit ich mitbekommen habe, eines Bombenentschärfungsexperten, der hier wohl nicht seine Arbeit getan hat, denn die halbe Welt explodiert. Denga steht drauf auf dem Polizeiabsperrband. Wer die Retro-Club-Folge gesehen hat, ein ganz spezielles, eigenständiges Spiel von der PlayStation 1. Und es hat mir beim Ausprobieren und Vorstellen so viel Spaß gemacht, dass ich sowieso nochmal spielen wollte. Und warum nicht die Gelegenheit nicht nur dafür nutzen, es selber zu spielen, sondern das mit euch gemeinsam zu machen. Ja, wie gesagt, das Ding ist auf der PlayStation rausgekommen, noch von Enix gepublished, bevor sie zu Square Enix mit Squaresoft zusammengeschlossen wurden. Ist ein ganz weirdes, ja, Bombenentschärfungsspiel, bei dem Suzuki allerlei Alltagsgegenstände und mehr entgegengeworfen bekommt oder was hier auch immer passiert in ihrem Tagesablauf. Hier gibt es nicht so viele Einstellungen zu machen. Und dann stellen sie sich als Bomben heraus. Gehen mal kurz auf New Game. So, die Frage ist es, ich würde sagen, wir bleiben auf Normal. Wir können ja immer noch, wenn es hart auf hart kommt, auf Easy gehen, je nachdem. Aber hoffentlich wird es nicht zu mega hart. Ihr werdet es gleich sehen. Frühmorgens 8.21 Uhr in, ich schätze mal, Tokio. Es gibt eine Geschichte in diesem Spiel, die wird recht nonverbal erzählt. Da ist unser junge Suzuki, wird aus dem Bett geklingelt um 8.21 Uhr. Da explodiert es ein bisschen. Wer könnte da an der Tür sein? Die Geschichte wird durch diese leicht bewegten Standbilder weitererzählt. Wir gehen zur Tür hin. Davor steht ein Mann vor unserem Zimmer 203. Schätze mal jetzt einen Mann anhand den Schuhen. Und der hat einen Karton dabei, der Obstmann, und eine Orange mit dabei. Das ist doch nett von ihm. Dafür gehe ich gerne aus dem Bett. Diese Orange, aber ihr hört es, die Orange, sie tickt. Ach du meine Güte. Was bedeutet das? Da ist natürlich eine Bombe drin, die wir ohne zu murren jetzt entschärfen werden. Ja, die ersten beiden Rätsel, da weiß ich schon, wie man die lösen kann. Wir haben die Möglichkeit hier mit Suzuki, mit dem Steuerkreuz näher ran an die Bombe. Und ich kann mich um verschiedene Winkel drehen und sehe, da ist eine Schraube oben drauf. Na, da, wo eigentlich, ja, gibt es Orangen, die sind noch entstehlen, oder? Na, da, wo das, jetzt auch egal, ihr wisst schon, was ich meine, da oben am Dingsel. Ne? Ich habe die Möglichkeit, drei verschiedene Werkzeuge auszuwählen, Schraubendreher, Schraubenzieher, eine Lupe, um Sachen mehr zu untersuchen. Das werden wir wahrscheinlich weniger benutzen, weil das Japanisch kann ich nicht. Und eine Drahtschere zum Durchschneiden. Wir nehmen den Schraubendreher erstmal. Und ich kann mich hier entscheiden, ob ich gegen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen möchte. Wir wollen natürlich aufschrauben, machen es gegen den Uhrzeigersinn. Und ja, dieses Rätsel habe ich zum Glück schön gelöst. Also kann ich es euch anhand dieses Rätsels erklären. In der Orange befindet sich auf einmal ein Zylinder, wo die Zeit abläuft. 3 Minuten haben wir. Na, dran sehen wir 2 Drähte, die vorhanden sind, aber hier an den Seiten sind 2 weitere Schrauben. Die werde ich pro forma auch mal aufschrauben. Man muss sich ja ein bisschen was trauen beim Bomben entschärfen. Und hier an der Seite ist auch eine, die schraube ich auch auf. Wir haben den Zylinder entfernt und sind jetzt ganz nah am Device dran. Wir sehen, wenn wir nah rangehen, 2 Drähte, an einem steht Danger dran, an einem nicht. Wen sollen wir durchschneiden? Wir schneiden natürlich den Nicht-Danger durch. Weil warum sollte uns ein Bombenmacher anlügen? Und es hat funktioniert. Wir haben die Orangenbombe erfolgreich entschärft und kriegen dafür ein Rating, eine A. Ich glaube, es geht sogar ein bisschen schneller, weil ich wusste zum Glück die Lösung. Da haben wir knapp 1 Minute gebraucht. Von den, oder etwas unter 50 Sekunden sogar noch, von den 3 insgesamt. Ich hätte es noch schneller machen können, aber natürlich, das war erstmal, um euch auch natürlich auch zu erklären, wie es geht. Ich kenne nur die ersten beiden Rätsel, weil ich habe kurz reingespielt, damit ich es auch im Retro-Club vorstellen kann, das Spiel. Und danach ist noch neues Territorium für mich. Ich bin also sehr gespannt, wo das alles hingeht und wie knifflig das wird. Natürlich, nach so einer Bombenentschärfung legt sich Suzuki wieder hin und träumt
von Feldern, von Wiesen, von japanischen Buchstaben, die auftauchen. Und wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ob sie das ist als Dame, die dann von sich selber träumt, wie sie auf dieser Wiese herumläuft. Das kann gut sein. Ich habe mir Suzukis Gesicht noch nicht so eingeprägt. Sie läuft unter einer Brücke entlang oder an einer Brücke vorbei und hat einen Pogo-Stick, womit sie, meine Schätzung war es, nach Landminen sucht. Hier. Da drauf. Sehr eigenständiger Stil. Ich musste so ein bisschen an 428 Shibuya Scramble denken, das Grafik-Adventure, bei dem man über Standbilder eine Visual Novel, eine Detektivgeschichte lösen musste. Das ist hier ähnlich durch die Fotografien gemacht worden. Es sieht tatsächlich auch für PlayStation 1 Verhältnisse. Ich schätze mal, das ist der Motion Decoder. Hatte ich auch in der Retro-Club-Folge vorgestellt. Die Hardware-Lösung, womit man Videos draufgebrannt hat. Das sieht qualitativ gar nicht mal so schlecht aus. Hier, die junge Dame knuspert ein bisschen. Hello there. Auf jeden Fall eine andere Frisur als unsere Suzuki. Ich müsste mir wirklich ihr Gesicht mal einprägen. Um zu sehen, ob die das ist. Isst ein bisschen lecker Kuchen, trinkt am Chai und lässt sich einfach mal gut gehen und pogot noch ein bisschen weiter herum. Mit unterschiedlichen Shirts, warum auch immer. Auf dem blauen steht auch Hello there. Und dazu hören wir guten Euro House. Hausmusik, würde ich sagen. Techno ist es nicht ganz, also ist schon mehr Haus, ne? Wie man das so gehört hat. Ja, mich erinnert es an 428, aber da war es eben wirklich eine Detektivgeschichte, die erzählt wurde. Hier ist es ein ganz abstruses Spiel und bin sehr froh, dass ich es entdeckt habe, weil das scheint sehr, sehr unterhaltsam zu sein. Da ist ein Bömbel. Eine Bömbe, die auf dem Felde steht. Es ist 9.54 Uhr. Wir befinden uns nach dieser Exkursion im Aufzug bei der Arbeit. Ein Taucher steht da. Der Aufzug fängt an hochzusteigen. Wir sind alle mit dabei. Und der Griff meines Regenschirms hat sich verwandelt in eine Pistole. Ach du meine Güte. Okay, diese Pistole. Alle natürlich halten die Hände hoch, aber was passiert da? Die Pistole, sie fängt an zu ticken, ja. Die nächste Bombe steckt in der Pistole drin. Und auch hier kenne ich zum Glück die Lösung. Wir können uns die Pistole natürlich angucken. Und hier im Lauf befindet sich tatsächlich eine Schraube, die wir ebenfalls öffnen. Und damit haben wir den Pistolenkorpus, haben wir uns derer entledigt. Hier sind noch weitere Schrauben drauf. Die öffnen wir von der Seite. Und die da drunter auch. Ich kann mich jetzt auch entscheiden, die Schraubendreherrichtung zu ändern, aber wir wollen ja nicht zuschrauben. Ich schätze, das kommt noch später zum Einsatz, wo wir Sachen raus und wieder wegnehmen müssen. Wir haben es weiter aufgemacht und da ist ein weiteres Device mit einer kleinen Schere mit drin. Da sehen wir es. Das Rätsels Lösung hier ist es, wir müssen diese vier Schrauben entfernen, aber wir müssen in einer speziellen Reihenfolge machen. Wenn wir nämlich diese Schraube rausziehen, seht ihr, bis sie raus ist, sie bewegt die Schere in Richtung des blauen Drahtes, den wir natürlich nicht durchschneiden wollen, weil da steht ja Danger dran. Deshalb benutze ich immer abwechselnd eine rote und eine blaue Schraube, sodass die Schere wieder zurückgeht, bis wir alle vier Schrauben entfernt haben. Und dadurch haben wir auch die Klappe geöffnet, ohne dass es Danger durchgeschnitten wird. Und wenn ich mir schon die Mühe gemacht habe, dann sollten wir auch den roten Draht durchschneiden. Und Pistolenbombe ist gelöst. Suzuki ist am Leben. Hat es für ein A gereicht? Vielleicht? Nee, ein B. Obwohl, na, unten steht B, aber insgesamt ist es A. A ist für akzeptieren. Deshalb nehme ich das in Kauf. Alrighty. Und ab jetzt ist neues Territorium für mich. Ich bin also genauso gespannt wie ihr. Ich hoffe, ihr habt das Konzept verstanden. Suzuki hat es überlebt. Die Pistole ist wieder zusammen und sie richtet den Lauf auf mich und schießt. Was geht denn hier ab? Schießt durch die Schallmauer anscheinend. Und, oh, ja, wir möchten natürlich speichern, wenn wir schon so weit gekommen sind. Data Save. Bin anscheinend nicht nach jeder Bombe speichern, sondern jetzt waren es nach zweien.
Ich habe auch hier eine Save-Funktion, damit ich das aufzeichnen kann, lasse ich es über einen Emulator laufen. Ich habe eine Save-State-Funktion, wenn es denn nötig werden sollte. Ich weiß nicht, natürlich nicht, inwiefern das Spiel mir ordentlich in die Eier treten möchte gleich. Aber wir versuchen mal die klassische Funktion zu nutzen. Ich bin jetzt auf weitergegangen. Ich habe doch nach oben gemacht. Wieso geht es über Data Zone? Muss ich warten, bis du da bist? Main Street, oben. Wieso war Safe and Load denn jetzt auf einmal? Ändert sich das? Na egal. Abends um 18.37 Uhr, 6 p.m. Der Arbeitstag ist vorbei, schätze ich mal. Und wir genießen unseren Abend mit ein bisschen Sonnenuntergang schaukeln. Starren dabei auf die Uhr, weil das machen wir ja, als Tochter eines Bombenentschärfungsexperten. Und ja, so eine leichte Winterdepression streicht über uns herüber. Wir denken nach, es wackelt. Ich frage mich, könnte die Schaukel die nächste Bombe sein? Warum ich? Warum muss ich immer gebombt werden? Was wollen die von mir? Die Uhr zeigt fast 7 Uhr abends, 19 Uhr. Ich habe so viel Zeit verbracht auf der Schaukel, dass ich nicht mal auf mein altes 2000er Handy drauf gucken kann, mit dicker Antenne. Ein Sony Ericsson? Könnte sein, ne? Wenn es in Japan gemacht wurde. Nokia ist ja finnisch. Haben bestimmt Sony Ericsson gehabt damals. Kann ich mir vorstellen. Und was kriegen wir zum Lesen? Ach nein, das Handy ist die. Ah, of course. Of course, of course. It's a Handy. 3 Minuten, okay. Also. Okay, was können wir hier machen? Das Display? Nein. Boah, wir gehen noch tief. Okay. Ah, wir sind auf den Apps drauf. Wir haben jemanden angerufen. Eine Frau in Blau. Wir gehen noch tiefer rein. Und noch tiefer. Da ist sie. Oh, okay. Okay, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich gerade hier gemacht habe, aber es war oh so richtig. Ich habe jetzt einfach geraten. Vielleicht hätten wir in den Handy-Apps gucken müssen. Sugoi, sage ich jetzt mal. Und natürlich, wenn unser Handy eine Bombe war, nehmen wir die Telefonzelle, von denen es noch viele damals gegeben hat in Japan. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas habe ich richtig gemacht. Alrighty. Gut, ey, und es ändert sich im... Warte mal, ich wollte speichern. Okay. Jetzt kann ich mir eine Uhrzeit aussuchen. 2:01 Uhr. Okay. Shit, ich habe nicht gespeichert. Fuck. Aber es ist 2 Uhr nachts. Also ab einer gewissen Stelle können wir uns wahrscheinlich aussuchen, wo wir hin möchten. Oder nicht hin möchten. Jetzt stehen wir oben auf einem Kamin? Vielleicht sind wir schlafgewandelt, da oben drauf, auf einem Hochhaus. Auf einem Schlot. Und schauen uns den Mond an. Ich verstehe nicht ganz, was hier passiert. Vielleicht verwandeln wir uns in eine Werwölfin. Und es... Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, der Mond ist die nächste Bombe. Okay. Ah, okay, das ist ja nur vorne der Mond. Okay, das sagt mir gar nichts. Gehen wir wieder zurück. Ah. Da sehe ich doch. Da schraube ich auf. Oi, 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 oi. Puh, und es ist weggeflogen. Okay. Da haben wir... Okay. Dem war nicht so klug.
Okay, da war wohl die Reihenfolge wichtig. Das haben wir nicht so klug gemacht. Ui, 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 ui. Gut, unser Nicht-Japanisch hat dafür gesorgt, dass der Mond explodiert ist. Da hätte es vielleicht einen Hinweis in der Mitte gegeben, ne? Den man mit Japanisch hätte verstehen können. Okay, eins. Die Erde hat jetzt ein... Oh, da der Mond explodiert ist, ist er natürlich zu einem Saturnring geworden um die Erde drumherum. Warte mal, ich mach mal Data Load. Weil ich würde gerne, auch wenn wir dadurch das eine Rätsel gleich wiederholen, weil ich glaube, ich bin jetzt, also das war jetzt ein enormer Sprung, ne? Das war jetzt ein enormer Sprung. Überspringe mal hier, da wir das Handy hier haben. So, mal sehen, kann ich mich weiter reinwagen? Okay. Ja gut, da ich da hier die Lösung wusste, können wir das mal, ich glaube, ich habe hier einiges übersprungen. Das müsste aber ein S sein, oder? Immer noch ein A? Ist das das Beste, was man holen kann? Für 7 Sekunden gibt es nur ein A? Na gut. Ein A habe ich auch noch gekriegt. So, ich überspringe das auch mal. Und, Ah, was? Oh, ey, das ist aber gerade fies. Habt ihr das gesehen? Ich habe nach links gedrückt, aber Main Street... Alter, ich muss also in der Kürze erkennen, ich habe auch noch eine halbe Sekunde, um zu sehen, ob ich saven kann oder nicht saven kann. Gut, dann machen wir das gleich normal. Also ich glaube, ich habe was übersprungen jetzt hier mit der Uhrzeit. No? Ich mache mal um 14.15 Uhr, weil das ist jetzt zwischen den ersten drei Bomben. Weil ich würde gerne hier vor abgesaved haben. 2.15 Uhr nachmittags und dann verschiedene Bomben probieren, weil wir hatten gerade ein Timelimit von 6.30. Das ist mehr als doppelt so viel wie vorher. Und ich glaube, der Schwierigkeitsgrad war enorm gestiegen. Da muss ich mich erstmal reinfühlen. Also die Dame ist in einem Taxi. Und ein Taxi fährt weg, aber gleichzeitig ist da ein Schacht. Und in diesem Schacht, wir sind, okay, anstatt aus dem Taxi zu steigen, nachher sind wir durch den Schacht gefallen. In B2048. Mit unseren Quadratlatschen und ein Miniaturzug fährt vorbei. Und was sehen wir da? Wir sind auf einem Dach gelandet und eine Bahnschranke taucht von... Okay. Und der Zug von Doc Brown aus Zurück in die Zukunft 3 kommt hier an und die Bahnschranke ist die... Okay, das ist auch 6 Minuten. Holy shit. Okay, also. Da unten können wir reingucken. Ja, ich würde fast sagen, dass hier. Okay, wir haben noch andere Werkzeuge jetzt hier da. Lass mal gucken, wir können... Ah, schau es dir an. Kann ich daraus was ermitteln? Absolut nicht. Okay, dazu brauchen wir den Schraubenschlüssel. Okay, das war Bullshit, dass wir das gemacht haben. Mal sehen, was passiert. Okay. Okay, das war also nicht vorbei, sondern ich hatte einfach nur wenig Zeit, die beiden aufzuschrauben und ich bin wieder zurück. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Das ist ja krass. So, da brauche ich den Vierkant. Da brauche ich auch nochmal den Vierkant. Muss jedes einzelne Stück der Stange wegstangeln. Wie der Stangel wird.
Ey, das mit dem Saven macht mich noch fertig. So, und ich mach das einfach volle Pulle schnell. Das hat mich voll irritiert dann bei der... Oh, und da geht's auf. Okay, was haben wir denn hier für einen Mechanismus? Da wäre ein hilfreicher Hinweis auf Japanisch. Dondesta. Keine Ahnung, was es bedeuten mag. Also, wir haben dieses Pendel. Also, wir haben das Pendel in der Mitte. Kann ich das Pendel arretieren? Bleibt die Frage. Das Pendel würde ausschlagen. Vielleicht, wenn ich die ein bisschen anhebe. Okay, sobald ich einmal drehe, fängt es an zu wackeln. Also mache ich das ganz langsam. Ich muss erstmal immer wieder warten, bis das Ding sich beruhigt. Ich glaube, wenn ich das zu schnell machen würde, würde das Pendel umso mehr ausschlagen. Und dann auf den Auslöser gehen. Der Auslöser, der ist rot, ne? Habt ihr es gesehen? Der Auslöser war rot. Das heißt, wenn der Auslöser rot ist, würde er das rote Kabel repräsentieren. Deshalb schneide ich das blaue durch. Ah, okay. Und das hat funktioniert. Holy shit, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ganz ehrlich, Leute, dass ich das auflösen kann. Das hätte ich bei weitem nicht erwartet. Ich habe immer noch ein A-Ranking gekriegt, obwohl da unten C irgendwas war, aber holy shit, das ist wesentlich besser gelaufen, als ich gedacht habe. Die Bahnschranke haben wir aufgelöst. Und jetzt gehen wir über die Bahnschranke rüber, sind aber auf einer Straße angekommen und da fliegt wieder der Zug durch von Doc Brown. So, wo ist Safe Load? Okay, ach, ich muss immer warten und gucken, weil da mache ich aber jetzt einen zweiten Save hier. Auf dem zweiten Slot. Weil den ersten, den werde ich eventuell nochmal laden, überschreiben, weil der Mond, der war um 0 Uhr. Vielleicht können wir das gar nicht mehr auswählen jetzt, ne? Vielleicht sind gar keine andere Uhrzeiten oder sowas da. Dann würde ich den ersten nochmal laden wollen. So, habe ich nochmal die Abzweigung hier. Wo geht's weiter? Main Street, okay. Also 10.29 Uhr ist das niedrigste, 11.42 Uhr. Okay, das sind die beiden, die ich auswählen kann. Dann wähle ich 10.29 aus. Und guck mal, was passiert. Eventuell bin ich dann in verschiedene Wege reingelockt, nachdem diese Uhr anfängt. 10.29 Uhr morgens. Mit meinem Miele-Staubsauger, das kann ich erkennen durch die Auflösung. Wird gesaugt mit der schönen Anlage. Oh, und ich habe, ich würde sagen, ich habe mein Keyboard, aber ist es ein, ist es der, nee, das ist eine Boombox, eine alte Boombox ist es. Da läuft geile Musik. Lass mich raten. Die, oh, und jetzt läuft es viel schneller. Die Boombox muss es doch natürlich sein, weil dann, die macht wirklich Boom, ne? Die Box. Tja, da stehst du, meine liebe Suzuki. Lauf drauf. Die Kassette fliegt raus. Okay. Oh, nein, nicht die Boombox, sondern Le Cassette. Die Kassette ist es. Die gottverdammte Kassette. Okay, 5 Minuten Zeitlimit dafür. Okay, dann probieren wir mal. Lass uns das schnell machen dann. Wahrscheinlich hätte ich das in einer anderen Reihenfolge machen müssen, ohne dass dieser Shit kommt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mach jetzt. Puh. Okay, mehr Glück als Verstand wieder. Okay, wir haben... Auf der Rückseite ist wieder der Hinweis. Kann ich jetzt vielleicht lesen? Davon hätte es mal eine Fanübersetzung geben müssen, ne? Aber vielleicht kriegen wir es auch mit Trial and Error hin. Okay, ich kann ja nicht viel anderes machen, außer da momentan eine Schraube zu drehen. Okay. Achso, ich habe das gemacht. Nee, das, ich will natürlich den... Ups, jetzt habe ich auf Viereck gemacht. Danger safe. Ah, hier kann ich mir angucken, wo, wie gerade mein Gemüt ist. So. Wie konnte ich denn nochmal flippen? Uff. Okay. Mit links und rechts kann ich flippen. Okay, dann wieder zurück. Dann wollen wir hier mal reinschauen. Und sind jetzt... Oh. Okay. Okay, was ist denn das da oben? Hallo? Oh, mein Controller ist ausgegangen. Gott, wie ist denn das passiert? Okay. Was ist denn das da oben? Ist mein Controller ausgegangen, mitten beim Bomben entschärfen. Achso, aufschrauben. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Okay. Oh Gott, und noch ein Device. Und noch ein Device, okay. Also. Ich kann ja schon mal die aufmachen. Ich kann schon mal die aufmachen und ich darf die nicht zu weit bewegen. Okay, oh fuck, oh verdammt. Ja, ich glaube, ich habe gesehen, was ich falsch gemacht habe. Holy shit, oh nein. Die, oh fuck. Machen wir auf Retry. Schmeißt mich wieder von ganz vorne raus, ne? Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich hätte sehr schnell dann anfangen sollen, das mit der Schraube zu machen. Okay, also wir probieren es nochmal. Komm. Lass uns das schnell machen. So, einmal umdrehen. Ich drücke auch sehr schnell auf den Controller drauf. Schön auf die Kreistaste hämmern. So, oh. Okay, okay, ich glaube, ich habe die Idee jetzt. Also, okay. Raus und rein. So. Schrauben. So. Raus mit euch.
So, wieder zu. Andersrum, gegen den Uhrzeigersinn zum Aufschrauben. Ach, boy, so. Ich hätte das in der Kürze machen müssen. So, also. Ich schraube erstmal die hier auf. Oh nein, 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 nicht das. Nicht das, mein Freund. Schraube die hier auf. Wieder zurück zu. Okay, das wollte ich nämlich machen. Und wieder zuschrauben. Weil so rum kann er ruhig machen. Okay. Oh, die Steuerung, ey. Okay. Also aufschrauben. Der Auslöser ist wieder rot. Das heißt, ich mache wieder den blauen Draht. Bisher hat mich das nicht im Stich gelassen. Rot zuckt. Mach den blauen. Oh, okay. Holy shitballs, okay. Okay, okay, okay. Okay. Ein B. Akzeptiere ich. Aber ich hab's noch rausgefunden. Das war cool. Okay, und jetzt steht da ein alter Mann im Laden, im Glühbirnenladen, will ich jetzt sagen. Ich möchte diese Boombox zurückbringen. Die Kassette war sehr explosiv. Das Material auf. Ja, aber sie haben doch sowas bestellt. Da kann ich doch nichts für machen. Da kann ich das Geld leider nicht zurücknehmen. Safe Load. Oh Gott. Ey, dass sie daraus ein Minigame gemacht haben. So, falls jetzt wieder eine Abzweigung ist, ich mache jetzt noch ein Safe dahinter. Weil eventuell können wir danach zurückgehen und mehrere Bomben noch dazu holen, wenn es verschiedene Wege zum Ende gibt. Das kann es natürlich sein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier alle Rätsel lösen werden können, die hier vorhanden sind im Spiel. Ich glaube, das ist für den Wiederspielwert dann wahrscheinlich ganz gut. Aber dass wir vielleicht bei dem alten Safe nochmal zurückgehen und da... Main Street, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind bei 10:29. Jetzt 15:24. Ich kann nochmal weitergehen. Auf 23:58. Gucken wir um 15:24 mal. Was Phase ist, meine Dame. 15:24 am Nachmittag. Wir gucken ein bisschen fern. Die sind ja sehr begeistert hier. Hi, hi, little guy. Ja, so sehe ich auch aus vom Fernseher. Reden die gerade über mich vielleicht? Ja, zerreißen sie sich das Maul über mich? Pour moi? Das kann es natürlich sein. Also du, Suzuki, die du zuguckst, ist sie vielleicht eine Bombe? Die Dame da, in der Mitte. Hi, hi. So, das ne. Ah, hi, hi. Ich glaube, die Sendung würde ich gucken. Die ist durchaus unterhaltsam, muss ich sagen. Was mir ein bisschen triggert ist, wie die das Mikrofon hält. Ja, die ist schon ein bisschen, also die hält wenigstens, also die mittlere hat den Finger unten über dem Mikrofon dran. Also je nachdem, was für eine Akustik das hat, natürlich nimmt sie ja im oberen Bereich da auf, aber ich würde nicht, und der, also der soll der Host sein und der greift es richtig oben, dass nur so ein kleiner Spalt oben bleibt, dass er mit seinen Griffelfingern noch irgendwelche Quetschgeräusche macht. Was hat er da am Haar überhaupt? Ist das sein Haarspray oder sind das JPEG-Artefakte? Ist es die Kompression? Was passiert eigentlich hier?
Die reden jetzt eine Minute lang. Oder vier. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Die haben die Kamera angemacht und gesagt, mach mal. Oh, und jetzt tritt sie auf. Kawai Rika san de konshu Akamaru Kyushoushou dai 11 no Datte Fall in Love itte mashou. Dozo, here we go. Yo yo. Oh Gott, sie ist eine Bombe oder wie? Nee, Moment, jetzt bin ich. Jetzt trete ich auf. Ich die gute Suzuki. Wir sind doch beide da. Oh nein, das Mädel ist eine Bombe. Holy shit. Sie ist eine Bombe. 7 Minuten. What the fuck? Warum ist denn der Kollege jetzt auf einmal hier? Okay, wir wollen es ja nicht zumachen. Da nicht noch eine andere Schraube aufgetaucht gerade? Na gut, drehen wir es weiter auf. Es geht nicht weiter auf. Doch, da wollte ich hin. Ja, ich habe das nur nicht gesehen. Kann ich nicht. Doch. Ich wollte ja sagen. Wir schrauben es hier nicht. Das ist ja hier so ein Puzzle, oder? Oder kann ich das noch weiter aufdrehen? Ich hätte mal. Moment. Ich hätte mal weiter aufdrehen müssen. Nee, es geht nur einmal. Ah, warte mal. Muss ich hier vielleicht wieder zudrehen? Okay, nee, da passiert nichts. Ich habe noch eine andere Schraube irgendwo gesehen, ne? Hier. Hier ist nix. Ah, warte mal. Wo bin ich denn noch mal näher ran? Ah, da oben. Okay. Okay. Und hier rauf. Also, der hat den aufgemacht, das hat das aufgemacht. Das aufgemacht. Kann ich jetzt wieder zumachen hier? Ne, ich glaube, es ist nur ein Schrauber pro. Thank you.
Okay, ja, da waren wir ja oben hin. Aber ich kann von da aus nicht weiter drehen. Hier ist eine links und rechts, hier ist eine links und rechts, hier ist eine links und rechts. Oh, kann es sein, dass ich den wieder zudrehen muss? Jetzt habe ich nämlich die. Schau dir das an. Nicht zu, sondern auf. Alter, diese Box. Okay, Schritt Nummer 1. Uff. Okay, dann lass mich dich aufmachen. Uff, was geht jetzt? Oh, ich muss in den. Oh, ich bin wieder im Void drin. Okay. Bin ich jetzt im Hirn dieser Dame? Okay. Was passiert denn hier? Okay, es geht wieder. Es kommt wieder. Die kommen immer wieder rauf. Okay, jetzt sind sie drauf. Vielleicht muss ich einfach auch nur mehrfach schrauben. Was in der Mitte steht, kann ich hier nicht lesen. Okay. Okay, Nerokai. Shit, shit. Und die Wohnung ist explodiert. Wieso ist denn meine Wohnung explodiert? War ich nicht im Telefon? Okay, Jetzt habe ich 7 Minuten Time. Waren es immer schon 7 Minuten? Ja gut, lass uns erstmal. Das Ding kriegen wir. So, einmal auf. Da können wir einmal auf. Dann machen wir unten einmal zu. Zu. Da können wir da oben ran. Nein, einmal umdrehen. Da sind die Dinger. Ach, falsch rum. Mal gucken, ob es einen Weg gibt, das schneller zu drehen. Aber anscheinend nicht. Dann lass uns das mal wieder machen. Also, ich hatte zwar da alles aufgeschraubt, was man aufschrauben kann. Ich drücke jetzt mal so schnell es geht. Drei Scheiben waren es das letzte Mal, die runtergekommen sind. Und jetzt die letzte Scheibe.
Und dann war es, dass ich nach hinten konnte, ne? Ich bin zugeleta. Okay. Vielleicht war es die Reihenfolge dann auch. Jetzt hat sie I gesagt. Okay, also zuerst rechts. War richtig. Ich probiere es auch. Okay, ich habe keine Ahnung. I'm sorry. Das ist wahrscheinlich ein guter Hinweis. Okay, ich werde jetzt volle Pulle draufdrücken. Oh Gott, oh fucking Gott. Okay, also ich habe 4 Minuten. Rot ist wieder der Auslöser, ne? Ich habe noch 4 Minuten. Okay, also der untere. Jetzt sind die Lichter alle einmal angegangen. Also man hat aber auch nicht wirklich die Übersicht zwischen allen Vieren. Was habe ich da unten noch? Okay, der Auslöser ist wieder rot. Ich werde wieder blau. Oh nein, es gibt noch eine Stufe. Okay.
Oh. Ah, what? Oh nein! Gottverdammte Scheiße. Ah, Gottverdammte Scheiße, ey. Okay, einmal probier's noch. Irgendwas habe ich am Ende falsch gemacht, aber jetzt wissen wir ja, wie es dahin geht. Okay, also. Erste Schraube. So. Jetzt punktuell genau steuern. Keine überflüssigen Manöver. Schraube. So bleiben. Raus wieder, raus. Schraube einmal. Raus. Die Schraube wieder zu. Sodass wir von der hinteren Seite die hier mitnehmen können. Aufschrauben. So, hier machen wir das wieder wie vorher. Wenn ich jetzt recht liege, dann zuerst die rechte und dann die linke drin. Ja, komm, erst die rechte, dann die linke. War's richtig rum? Nee, da kommt noch eine Stufe. Dann machen wir nochmal links und rechts. Also. Wie viel denn noch? Ja. So. Eine letzte. Ganz habe ich das Rätsel immer noch nicht hier hinter verstanden, aber vielleicht sind es auch nur vier Platten, die ich wegmachen muss. Okay. Gut. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder volle Pulle schnell drücken müssen. So. Wie habe ich denn das letzte Mal angefangen? Ist scheißegal, oder? Okay, also ich drücke volle Pulle jetzt. Komm, schnell, meine Liebe, schnell, meine Liebe, schnell. Oh, eine Sekunde war nur über. Holy fuck. Okay, dann lass uns mal wieder. Moment. Okay. Das ist kompliziert. Da unten ist ja auch noch zwei, ne? Okay, das sollen wir jetzt hinbekommen.
Oh boy. So, also. Mit den oberen beiden. Dahinter sind, glaube ich, zwei Schrauben. Okay. Okay. Also rot war der. Blau. 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 Nein! Nicht blau! Es war rot! Es war rot! Es war rot! Nein! Warum? Aber. Okay. Es war rot, es war rot, es war. Wird das randomized vielleicht? Ich möchte das. Ey. Ich weiß, tut mir leid, Leute, aber ich möchte das jetzt. Ich möchte das jetzt einmal gelöst haben. So. Umdrehen, runter. Raus. Raus. Rein. Hoch. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Beide raus. Bisschen noch auf Zuschrauben natürlich. So. Rot. Dann nochmal. So kurz vor Ende, ey. So kurz vor Ende. Holy shit. Mal rein mit dir. Vielleicht mache ich sie auch falsch rum oder so, aber das ist jetzt egal, komm. Noch einer. Alle vier wegschrauben. So gut es geht. Oh boy. Oh boy. Noch einmal. So, jetzt hast du I gemacht. Wahrscheinlich stand hier jetzt drin, nimm den roten oder so auf Japanisch, ne? Oder rot ist tot oder blau ist tot oder irgendwie sowas. Hier, ist eindeutig rot. Kami. Nee, oder? Nee, Kami ist H, ne? So. Also jetzt wieder schnell, 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 schnell. Klicker, 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 klicker. Oh, wieder mit einer Sekunde 19, ey. Mach mich fertig. Okay, also. Uff. Oh, ich habe wieder zugemacht. Das ist natürlich nicht so clever. War natürlich nicht so clever von mir.
Also, das war die oberen. Da muss ich schnell machen. Die oberen können in Ruhe. Da muss ich die mittlere und dann schnell die unteren beiden. Bevor das Ding da hochfliegt. Okay. Rot. Rot. Na? Gott, ich hab's vergessen. Es ist rot. Oh, das hat mich umgebracht, ey. Rotes Gold. Holy shit. Ich akzeptiere das B. I accept it. Es hat irgendwie funktioniert. So, und was habe ich jetzt genau aufgeschraubt? Meine Karriere. Das war schön. Yeah, check it out. Top 3 の前に commercial. Here we go. Here we go. Okay, who's safe? Da, oben. Oh, ihr Ficker. Fast. Fast hättet ihr mich, ey. Fast hättet ihr mich. Nehmen wir noch einen. Holy shit. Ey, holy shit. So, 6 haben wir. Wie viel gibt's denn noch? Wie viel hier bitte noch? Main Street oben. Okay, 15:24, 11:39. 15:16. 11:39. Lass uns 11:39 nehmen. Hatten wir das schon? Wiederholt sich das dann jetzt? Dann wäre es natürlich nicht so geil. Kommt mir die Uhrzeit bekannt vor? Was passiert denn da? Nee, da stehe ich da mit meinem Aktenordner. Hallo meine Dame, ich habe hier einen Aktenordner. Hallo meine Damen, ich habe hier einen Aktenordner. Ja, Moshi Moshi? Was? Ein Aktenordner? Ja, wir lassen sie durch. Ich bringe den Aktenordner in das Konferenzzimmer, an das mit 90er-Jahre-Stühlen ausgestattete. Nani? Jetzt haben wir sie da reingelassen. Sag mal, bist du eine Bombe? Ich glaube schon. Jetzt träume ich davon, wie ich Bomben... Oh, was ist denn jetzt passiert? Okay, da springt ein gigantischer Roboter. Durch das Fenster und fliegt durch die Gegend. Und in meinem Aktenordner, während dieser Roboter auf der Straße landet und da langläuft, laufen die Leute weg. Jetzt sind wir in einer Sentai-Sendung gelandet. Go, go, Super Robot! Power,
Ja. Okay. Ach, jetzt bin ich selber in einem Roboter. Ach ja, okay. Riesiger Mecha-Fight. Mitten in der Stadt. Okay, und der Mecha ist der 1,39? Okay, was kann das sein? Hä? Ist nicht dein Ernst, oder? Schere, Stein, Papier. Und eine Energieleiste? Stein. Schere. Haha, ich hab dich. Du Dummsau. Ey, ich muss jetzt nicht Schere, Stein, Papier gegen diesen Roboter spielen, oder? Schere. Papier. Boah, Glück gehabt. Ey, das ist aber pures Glücksspiel, oder? Muss ich den erst kaputt machen und dann... Okay, Stein wieder. Oh nein, er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Uiuiuiuiuiui, das tut weh. Stein wieder. Der gute alte Stein. Ha! Du Dummsau. Ein Arm weggearmt. Oh. Ah. Ich habe ihn geschafft. Es war ein Schere-Stein-Papier-Duell. Gegen einen riesigen Roboter. I accepted. Ich akzeptiere meinen Sieg. Okay, speichern, speichern, speichern. Oh, warte mal. Jetzt fliege ich weg. Nachdem ich mein erfolgreiches Schere-Stein-Papier-Duell gewonnen habe. Selbst die Rezeption mit ihren beiden Schneidezähnen, die mich so angucken. Ist über alle Gebühren begeistert. Alter, diese... Ey. Okay. Bye. Arigato. Ey, scheiß Auflösung, ey. Kann ich noch mehr Saves machen oder ist meine Memcard voll? 5 kann ich, einen 5 kann ich noch machen. Oh boy. So, 7. 7 haben wir gelöst. Fucking hell, ne? Okay. Main Street. Da ist Main Street. Nehmen wir 13:18. Mal sehen, was das wird. 1 Uhr nachmittags. Also fast. Ein Auto? Och, das Autobombe. Also wirklich, meine Liebe. Das weiß doch jedes Kind. Weil er einfach so ein Auto aufmacht. Aha, Nani? Ich habe hier rechts Linksverkehr. Ja komm, also wenn dieses Auto nicht explodiert, dann weiß ich ja auch nicht. Was passiert hier gerade? Bin ich gerade im Strand? Auf dem Strand? Im Strand sogar fast eher. Ich wollte mein Auto anmachen, jetzt explodiert mein Ohr. Und eine große Welle. Jetzt komm! Die große Welle kann doch nicht... 10 Minuten. Okay, ich bin unter Wasser. Moment, ich hab Bomben.
Okay, also mit der Bombe konnte ich nichts machen, aber... Kann ich das jetzt vielleicht sprengen? Okay, ich folge dem Weg einfach mal. Irgendwas passiert hier gerade. Folge dem Weg weiter. Da oben ist was. Kann ich hier gucken? Da ist noch ein U-Boot. Ist es gerade Schiffe versenkt oder da fällt ein Topf runter? Da fällt ein Topf runter. Okay, dann gehen wir den Weg zurück. Wobei, Moment, dieser Topf. Kann ich mit dem Topf was machen? Bin mir da nicht so ganz sicher. Da steht was drauf auf dem Topf. Ups. Oh, okay, jetzt da habe ich wieder. Aber ich kann meine Items hier nicht einsetzen. Ich dachte, vielleicht hat er Schrauben oder sowas ähnliches. Okay, also haben wir das weggeballert. Warte mal, können wir... Das kann ich nicht anballern. Suche auch die Steinchen mal. Da ist noch eins von den U-Booten, okay. Torpedo. Warum kann der Ozean denn jetzt eine Bombe sein? Oh, warte mal, da war noch was. Das ist wirklich U-Boot-Schiffe versenken. Oder so. I'm not quite sure. Da hinten ist noch was. Da kann ich nach hinten. Hier kann ich nach hinten. Also Steine untersuchen bringt nichts. Irgendwo auf diesen freien Flächen befinden sich mehr von diesen U-Booten. Auch immer das bedeuten mag. Okay, ja, gut, dann lass mich weiter. Ich sehe da hinten noch eins. Hatte ich dich nicht gerade schon? Thank you.
Okay, und ich habe es zum U-Boot geschafft. Alright. Die schraube ich beide. Beide auf. Und hoffe mal aufs Beste. Da ist auch einer. Ein bisschen wie die andere. Oh, eine lange Schraube ist das. Andere Seite bestimmt auch. Lange Schrauben hier. Okay, mal sehen, was das bedeutet. Also, dann haben wir noch mehr von denen da. Deshalb diese lange Zeit, wir müssen uns den Weg erstmal zum U-Boot bahnen. Oh boy. Was geht denn hier? Wir haben hier 4 Schrauben. Aber dem Draht traue ich nicht so ganz. Wir haben da. Lass mich dann erstmal hier gucken. Das scheint ja recht sicher zu sein. Im Moment noch jedenfalls. Noch geht's. Noch ist nicht explodiert. Okay. Das ist einfach nur... Ach, da hinten haben wir auch noch was. Okay. Lass uns vielleicht die auch nochmal nehmen. Okay, noch klappt's auch. Das war wohl der Hinweis hier. Also, wir machen das vorsichtig. Da ist nichts passiert. Mich mega nervös gerade. Okay, also. Boah, das macht mir Angst. Was ist mit dir hier? Oh. Okay. Oh boy, okay. Ich hab's ausgelöst. Ah,
Gottverdammte Scheiße. Mann. Okay, nochmal kurz sammeln. Machen wir das nochmal. Yeah, let's do it again. Ich glaube, ich probiere es noch einmal so. Und wenn es dauert aber wieder so eine halbe Ewigkeit, bis wir beim Submarine sind. So, also einmal checken. Ob ich da einen Quicksave mache oder nicht. Vielleicht werde ich das tun. Weil den Part haben wir ja schon, ne? So, wir hatten ganz aus. Hier war einer. Weiß nicht, ob wir alle erwischen müssen oder ob wir einfach nur zum Ende hin sollen. Guck mal, ob wir irgendwie weiterkommen. Mein Controller wieder ausgegangen. Das ist doch Quatsch. Ich habe den noch aufgeladen. Das sehe ich doch von hier. Das rieche ich doch von hier. Da ist der Weg auch randomized. Ich werde am U-Boot saven. Das ist Quatsch, dass wir den ganzen Weg bis hierhin wieder machen. Das ist ja nur Fleißarbeit, ne? Wir müssen ja hier hin. Matte, kore. Weil bis zum allerletzten haben wir es ja richtig gemacht. Und da bleibt auch noch die Frage, ob wir denn... Rot oder Blau nehmen. Ja, also wir machen die Dinger einmal auf. Ich mache danach einen Quicksave, wenn sie es anbietet. Unter den erschwerten Umständen das große Ding. Also ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt Glück hatte von vorhin. Und ich habe sie ja, glaube ich, auch in dieser Reihenfolge aufgemacht. Nicht, dass ich jetzt hier was triggere. Oh, die extra lange Schraube ist das hier. Nehmen euch beide und darunter war noch eine, ne? Also, das war mit diesen Hämmern. Ne? Diese Hämmer lösen wir nochmal aus. Das Ding hat sich ja auch eine Zeit lang bewegt. Kurz vor Ende. So, also, die haben wir aufgemacht, das machen wir auch mal alle. Und danach mache ich den Quicksave, weil danach bin ich mir nicht mehr zu 1000% sicher. Oh Gott. Vielleicht war das auch ein Hinweis, obwohl es ist blau und rot, hat es geblitzt, ne? Vielleicht waren das auch Hinweise, ob es jetzt blau oder rot ist. Ein wertvoller Hinweis. So, Quick Save. So. Also. Ich hatte einmal. Das hier nach oben gepackt. Oh, Moment. Ich habe ganz vergessen, da war doch noch... Da an der Seite war doch noch... Ja, die hatte ich vergessen. Machen wir auch mal weg. Okay, also...
wieder zuschrauben. Der Hammer wird dadurch nicht ausge... Ah, ich glaube, der eine Hammer wäre auf den anderen gehauen. Können wir aufschrauben. Okay, also. Wir haben hier drei Schrauben. Ich mache erstmal die beiden. Ich mache es mal von, ich glaube, zuerst den linken, damit der Hammer nicht drauf ausgelöst wird. Ah, warte mal, die. Okay, weil wenn ich das Ding hier in der Mitte drehe, dann ging das ja langsam diese Scheibe oben weg und würde den Hammer auslösen. Ich mache das linke erstmal hier weg. Dann entferne ich schnell diese Schraube und finalisiere den Hammer auf der anderen Seite. Ich bitte, dass es richtig war. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas habe ich falsch gemacht, okay. Gut, dass wir den Safe State gemacht haben. Ich glaube, die Idee war richtig. Anstatt zu wechseln den Platz, habe ich die Drehrichtung verändert. Das ist das Problem. Die Drehrichtung hätten sie auf L und R packen können. Verdammt nochmal. So. Was hatte ich denn hier nochmal gemacht? Die da hinten hatte ich schon? Nein. Lass mich die zuerst. Das ist das Problem. Ich habe zu schnell nach links und rechts gedrückt und links und rechts auf dem Steuerkreuz ändert die Drehrichtung des Schraubenziehers. Dann sind wir nämlich wieder hier. Also das hat ja funktioniert. Also warte mal, wenn ich den aufhabe, dann geht er automatisch zu dem darüber. Also, zuerst die linke, dann die mittlere. Linke, dann einmal die mittlere und dann die rechte ganz schnell. Okay. Okay. Oh, fuck. Okay. Rot oder blau? Rot oder blau? Na 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 blau. Okay, ich nehme. Rot. Oh, yes. Holy fucking shitballs. Oh, Mann. Mann. Und jetzt sitzt eine andere Dame mit sehr langen Beinen im Café? Oder bin ich das? Kann das nicht ermitteln. Ich glaube, das bin ich, oder? Ja, nee, das bin ich nicht. Was hast du denn so lange gebraucht? Warst du selber unter Wasser und hast eine Flutwelle entschärft und ein U-Boot? Ey, deshalb bist du ja auch so nass, ne? So nass in der Hose. Okay, safe. Okay, oben. Oh Gott. Muss ich wieder von oben anfangen. Ah,
Also er führt mich durch eine gewisse Anzahl von Rätseln. Jetzt haben wir 8. Oder so. 8 Rätsel. In 1,5 Stunden. Holy shit. Also wie viel bleibt denn noch? Main Street. Also 13.18 Uhr. Und 6.27 Uhr. Und 0 Uhr. 0 Uhr klingt ganz geil, oder? Neben 0 Uhr. War das der Mond wieder um 0 Uhr? Genau um Mitternacht. Genau um Mitternacht. Da liege ich da. Ich armer Tor. Ich wache. Oh, in so einem Hostel war ich auch mal, glaube ich. Ne? Da wache ich auf und denke, es mitternachtet sehr. Oder es ist eine. Nee, ich bin auf einem Schiff, das ist eine Koje. Ich gucke durchs Bullauge. Und da sind zwei indische Zeitgenossen. Ich bin auf einem indischen Dampfer. Aber vielleicht. Nee, ich verstecke mich sogar hier. Währenddessen ist da eine Kiste voller Pistolen hinter mir. Pistolen habe ich schon entschärft. Das tut mir leid. Ein leerer Raum. Mach ihn zu. Er ist sehr weiß und er fängt an zu rülpsen. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist die Tür des Raumes, okay. Der Controller wieder aus. Das ist nicht schön. Muss ich vielleicht nachher mal eine Pause machen. Oh Gott, ist der Strom hier vielleicht leer? Beim Controller. Gib mir eine Sekunde, ich tausche den einmal kurz aus. Give me a moment. So, der Controller ist ausgetauscht. Ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Also wir haben 4 Schrauben. Und ich kann den Schlüsselloch gucken. Natürlich. Ui. Was ist das denn? Da sind auch Schrauben drin, ne? Ah, Moment. Ah, ich muss die Öffnung für die Schrauben irgendwie schaffen. Ah, I understand. Okay. Jetzt kann ich die aufmachen. Da ist noch eine zweite Schraube hier unten. Okay, die beiden sind geöffnet. Von außen habe ich auch noch welche. Eine. Ich darf das Rote nicht runterkommen lassen. Ah, ich komme nicht an sie ran. Okay, ich darf das Rote nicht an das da rankommen lassen, aber dieser gelbe Ring, er dreht sich nicht mit. Okay, raus kann ich hier auch nicht mehr.
glaube, ich hätte noch weiter rausgemusst. Kann ich nach links? Ich kann nicht nach rechts. Ah, ich komme da nicht ran. Okay. Ja, der Luxusdampfer ist explodiert, ne? Kann ja mal passieren. Okay. Gut, da habe ich vielleicht ein paar Schritte vorweggenommen. Und das ganze Schiff geht die... Puh. Okay, ja, es tut mir ja leid. Ich wollte es ja nicht. Komm schon, ich wollte es nicht. Also mal machen. Also ich fühle mich jetzt noch nicht safe genug da. Okay, warte mal. Mal gucken, was passiert, wenn ich die hier... Gar nichts passiert. Da muss ich wohl hier rein. Dann ist das schon korrekt. Auf dem Part schaffen wir ganz gut. Okay, also enger rein. So, linke Schraube ist kein Problem. Lass rum. Okay, was auch immer ich gemacht habe, es war korrekt. Es war korrekt. Hier schrauben. Ah, komm ich wieder da. Das ist aufregend, ey. Oh, kann ich wieder. No? Okay. Rot oder blau? Rot oder blau? Oh, rot oder blau? Rot oder blau? Rot. Oh, oh, was für ein Glück.
Was für ein Glück. Was ein Glück. Oh. Was für ein Glück. Okay, also der Dampfer ist nicht explodiert. Huh. Das war überschaubar zum Glück noch. Okay. Lass mich speichern. Kann ich weitermachen? Darf ich? Könnte ich? Hallo, mein Freund? Drücke dich, du Knopf. Hallo? Wenn mich das abgestürzt ist. Moment, ich check das mal. Ah, okay. Der Controller, selbst der andere hat was. Okay, also, da stehe ich im Raum. Ich armer Tor. Ich knie mich da nieder. Und eine andere sexy Dame steht in der Tür. Wir gucken uns an. Du hier? Ich auch. Nutsche mich, du Schuft. Nein, irgendwas, keine Ahnung, was da passiert. So habe ich das nicht erwartet, ganz ehrlich, Leute. Holy shitballs. Okay, und jetzt gehen wir in ein Café. Um Mitternacht hat er ausgewählt. Und jetzt, vielleicht hat es bis zum Morgen gedauert, bis wir gerettet wurden. Aber warte mal, mit dem Café hatten wir doch schon mal was, oder? Da ist doch schon mal was gewesen. Aber irgendwie läuft dieses Date nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ist sie jetzt auch eine Bombe? Wir reden. Weißt du noch damals, im Ferienlager, als wir uns im Wald gegenüberstanden? Ich lächelte, kam näher an dich ran. Du lächeltest nicht. Und jetzt ist sie am Explodieren. Und ich konnte nicht saven. Moment. Ich konnte nicht saven, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Okay, jetzt kann ich die... Die Dame sprengt sich. Obwohl Retry sollte gehen, trotzdem. Okay. Also ich kann hier nur drehen und ab und zu mal hält's an. Ich drehe mal im Uhrzeigersinn. Ah, okay. Jetzt kann ich in die Mitte. Und jetzt hat sie Schrauben da drin. Drei Minuten. Das war falsch. Sie wurde eine Singularität. Und sie sprengte mich... In die Luft, ja, okay, gut. Safe braucht ihr nicht unbedingt, ich kann ja Retry machen. Noch habe ich das nicht so richtig kapiert. Also, ich habe angefangen, die oben links zu schrauben. Und dem war noch nicht so klug, ne? Dem war noch nicht so klug, okay, also. Oder ich hatte einmal gedreht, dann ein zweites Mal. Vielleicht ist die Reihenfolge anders. Oder vielleicht kommt jetzt was Geiles, dass ich jede immer nur einzeln machen darf. Ah, Moment, da hat es. Ah, warte mal, muss ich vielleicht einfach nur warten? Ich muss einfach nur warten, das ist ja blöd. Okay, oben links hatte ich angefangen, ne? Einmal. Okay, Okay, das ist jetzt tricky. Das ist ja wirklich tricky. Das ist wirklich tricky.
Okay, also wir warten einfach mal. In der Vorderansicht. Gehen einfach durch. Also. Bei ein, zwei Mal ist nichts passiert. Das ist beim dritten oder vorletzten. Ich mach mal. Mach die mal nacheinander. Noch leben wir, ne? Okay, also es ist nicht, dass einer von denen so falsch ist. Dass es sofort nicht klappt. Auch beim zweiten Mal. Okay. Und jetzt beim dritten Mal. Okay. Das könnte der Weg sein tatsächlich. Und das letzte. Immer noch nicht. Also dadurch, dass wir noch leben. Okay, und was jetzt? Oh Gott. Weiter rein. Rot oder blau? Rot. Oder, oh. Rot. Nein, es war blau. Es war blau. Es war gottverdammt nochmal blau. Aber gut, bis dahin, es ging ja recht schnell dahin. Es war gottverdammt nochmal blau. Dann machen wir blau gleich. So, Da jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also jede Schraube nacheinander. Und danach blau. Das ist echt eine fiese Sache. Also ich hoffe, dass es die richtige Interpretation ist. Aber es hat ja funktioniert das letzte Mal. Oder ich hatte sehr, sehr gutes Timing. Das kann es natürlich auch sein. Extra lange Schrauben sind das auch noch. Das ist der Weg zum Herzen der Dame. Rot habe ich gemacht, ne? Nachdem ich Rot so gut unterstützt hat die letzten Male. Okay, blau ist es dann. Allee le bleu. Okay. Oder muss ich es genau sehen können? Yes! Cordon bleu war es. Der Weg zum Herzen der Dame ist frei. Das ist schön. Das ist nice. Ich habe dich gerettet. Jetzt können wir ein Liebespaar werden. Guck mal. Da sind schöne Szenen von mir. Ach nee, das sind Clips aus den. Guck mal, da sehe ich den Mond oben rechts, ne? Kann das schon das Ende sein? Könnten wir es erreicht haben? Ah, und unten links sehe ich da die, ja. Da sehe ich noch eine Gefängniszelle. Das sind wahrscheinlich Szenen aus den ganzen Bombenentschärfungssachen, die wir hatten. Weil ich mir sicher bin, dass da ein oder zwei wir, oder vielleicht sogar mehr, ich habe keine Ahnung, wie viele hier drin sind. Wir haben ja ganz gut, fast 10 oder so, wenn das das Ende sein sollte, der Abspann, gemacht.
Und die werden bestimmt zum Wiederspielwert nochmal eine Handvoll mehr gemacht haben. Das war ziemlich cool, oder? Ich gehe mal jetzt davon aus, dass es der Abspann ist. Oder kommt jetzt noch ein Rätsel? Ich muss noch einmal den Quicksave benutzen. Weil es sehr langwierig war. Nö, das sieht sehr abspannig aus. Okay. Vielleicht kommt tatsächlich noch was. Ich will dich ja nicht beschreien. Bei dem Spiel kann ich mir nicht sicher sein. Das sieht nach Credits aus. Sehr unterhaltsam, ja. Bin sehr froh, nachdem ich es eben kurz vorstellen konnte im Retro Club, dass wir es hier noch einmal gemeinsam durchgespielt haben. Hoffe ich mal, dass wir es jetzt wirklich durchgespielt haben. Und ja, da sehen wir die Cast. Die Damen, die alle mitgemacht haben. So viele waren ja nicht da, außer wir. Plus eine Handvoll Damen meist und der Impresario. Ach ja, und der Versandhändler da, ne? Der Amazon-Mann. Der war auch noch mit dabei gewesen. Nee, sehr unterhaltsame Idee. Und das war noch die Zeit, als NX eben sehr experimentierfreudig und kreativ war, ne? In den Zeiten, bevor sie mit Squaresoft zusammengeschlossen sind. Sie hatten zwar Dragon Quest, aber sie haben jede Menge abgedrehten Kram gemacht in Japan. Ne? Und haben viel gepublished, was nochmal ein bisschen außerhalb der Norm war. Und das fand ich gerade mächtig gut. Das hat mir richtig gut Spaß gemacht hier gerade. Ne? Also echt schade. Also man sieht schon, warum das nicht im Westen rausgekommen ist, weil es eben schon sehr japanisch ist. Aber ich glaube, dass... Ah, und da sind die beiden... Moment, das sind wahrscheinlich die beiden Gentlemen, die wir auf dem Schiff gesehen haben. Der Mehmet und der Mohammed. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja, die einzigen Namen mit westlich geschrieben, die ich hier richtig lesen kann. Ich glaube, das Konzept hätte es genug getragen. Man muss es ja nicht mit amerikanischen Schauspielern neu drehen oder so alles, ne? Kriegt man ja auch irgendwie so hin, das dann hinzubiegen. Aber ich wette, das hättest du auch richtig gut lostreten können als kleinen Geheimtipp hierzulande, ne? Also wenn schon solcher Stuff wie Incredible Crisis rausgekommen ist, was auch sehr japanisch ist, eine japanische Minigame-Sammlung, dann sollte Suzuki Bakuhatsu auch auf jeden Fall irgendwo hier dabei sein. Ja, wenn ihr spielen wollt, PlayStation 1. In Japan ist es rausgekommen. Und ja, ich habe es gerade hier bei RetroArch gespielt, der Einfachheit halber, damit ich hier auch parallel mit euch capturen kann und es euch zeigen kann. Also mit Emulatoren arbeitet es auch einwandfrei zusammen. Das solltet ihr jetzt nicht so das große Problem haben. Wenn ihr des Japanischen mächtig seid, dann ist es vielleicht sogar noch ein Tacken unterhaltsamer, weil dann versteht ihr, was ihr nicht verstehen solltet. Und ihr versteht die Hinweise vor allem sehr, weil da musste ich mich jetzt wirklich ein bisschen durchwurschteln. Und im Grunde, ja, ein Quicksave gemacht, weil der eine schon sehr weit nach hinten war mit der Unterwasserbombe. Ihr könnt ja gerne in die Comments reinschreiben, wie hat es euch gefallen? Sollen wir mal mehr solche abgedrehte, kleinere Sachen wie das hier machen? Weil ich überlege ja immer, was man speziell hier Supporter-exklusiv bei den Let's Plays, weil ihr solltet es ja dann zuerst bekommen, da mal in Ruhe reinschauen können. Ich habe gesagt, mindestens ein Jahr exklusiv, ne, bis solche Sachen gegebenenfalls der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wobei es auch durchaus sein kann, dass diese Let's Plays dann exklusiv wirklich für Supporter dann bestehen bleiben. Ich mache ja die Sachen nicht nur für mich, sondern auch für euch, mit euch gemeinsam. Und da habe ich ja einigermaßen variiert, was ihr hier Supporter exklusiv gesehen habt. Jetzt haben wir auch mal ein Bombenentschärfungs-Puzzle-Game mit dazu. Da habe ich versucht, verschiedene Genres mit reinzunehmen, mit unterschiedlichen Längen. Wir hatten auch schon, was war das längste? Das war Mystic Quest auf dem Game Boy mit fast 10 Stunden, ne? Oder 10 plus sogar. Also ab und zu auch mal sowas Längeres zwischendurch drin. Aber sowas wie hier mit 2 Stunden, finde ich, geht auch in Ordnung, ne? Selbst, ich würde auch gerne mal ganz kurze Sachen euch mal vorstellen können, wenn das Spiel sich anbietet. Also schreibt gerne in die Comments rein, was euch dann so gefällt, oder benutzt dann entsprechend die Outlets über Patreon, über Discord. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob man bei Steady Haku Kommentare machen kann. Da glaube ich nicht, ne? Weil das ist ja auch ein bisschen rudimentärer von den Features her. Ihr kriegt zwar immer noch Zugriff auf alle Sachen, aber ich glaube, wenn ihr direkt feedbacken wollt, müsst ihr entweder eine Mail schicken oder verwendet dann einfach die Kontaktmöglichkeiten über Discord und direkt über Patreon, ne? Wenn ihr da nochmal spezielle Fragen und Empfehlungen habt. Ansonsten schreibt sie eben in die Comments hier mit rein vom YouTube-Video. Und das sollte dann auch gehen. So, dann gucken wir mal. Mal auf Start gedrückt, passiert nochmal. Ich habe normal B gekriegt und ich darf tatsächlich saven. Speichern einmal. Machen wir es mal im letzten hier. Better safe than sorry. Und vielleicht habe ich umsonst hier schon verabschiedet. Und jetzt kommt noch der eine Abspann. Okay, also das 10. Rätsel ist wohl dann immer das Finale, würde ich jetzt schätzen. Ah, und da
die ganzen Bombenzünder haben wir jetzt in unseren Armen und werfen sie der Welt entgegen, auf dass sie explodieren mag, im Atari-Logo. Okay. Und die Welt explodiert wirklich. Wirft Steine in die Luft. Also habe ich diese Bomben gesammelt, um ein Todesengel zu sein. On. Ja, ich habe auf On geklickt. On. Oh Gott. Ich zünde eine Bombe nach der anderen. On. 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 Ah, Moment. Das sind, glaube ich, sind das die Todessequenzen? Also ich spreng jetzt nicht das in die Luft, weil das sah ja schon aus wie die eine Todessequenz, die wir gemacht haben. Und die hier habe ich vielleicht schon gesehen oder noch nicht gesehen. Das sind vielleicht die Level, die ich übersprungen habe. Das habe ich auch schon mal so gesehen. Okay, das sind dann nicht, ich sprenge hier nicht die ganze Welt in die Luft gerade im Moment, wie ich dachte. Sondern ich darf mir die Todessequenzen alle einmal anschauen, indem ich einmal on mache. Und die Sachen, die da ausgegraut sind, sind wahrscheinlich wirklich welche, die ich dann noch nicht gesehen hatte oder wo ich den Level nicht gemacht habe. Ja, schon eine Handvoll dabei. Die explodierende Erde hatten wir gesehen. Das explodierende Schiff hatten wir auch gesehen. Die explodierende Dame hatten wir auch gesehen. Und? Ja, guck mal, da sehen wir auch einiges an Bildern und Kollegen, die ich nicht gesehen hatte. Aber es ist, glaube ich, der Vorspann wieder, ne? Ja, das ist er. Also gut, vielen Dank, Leute. Da haben wir auch knapp die 2 Stunden hier erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr wisst Bescheid, rpgheaven.de, plauschangriff.de, Podcast-Version gerne. Das macht ihr natürlich, wenn ihr das hier schon dann vorab sehen könnt. patreon.com/rpgheaven, steadyhq.com/rpgheaven oder direkt paypal.me/katsios. Unterstützung macht es mir möglich, solche Sachen wie die hier zu machen. Großen Dank dafür. Das war Suzuki Bakuhatsu. Das war das Retro-Sprite-Seeing. Bis dann. Und ich verabschiede mich. Ich sage Tschüssinger.